Ja, lieber AK1, dann begrüße ich euch zur heutigen Sitzung am 19. Mai. Ja, wir fangen ein bisschen verspätet an, voraussichtliches Ende vor 14.30 Uhr, weil in dem Pad nämlich nicht sonderlich viele Tagesordnungspunkte sind. Erstes, Organisationsfragen. Wollte ich euch fragen, ob die nächsten AK1-Sitzungen noch stattfinden oder ob wir jetzt schon zu dieser neuen KAK-Regelung übergehen? Toso, bitte. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wir sowieso der Prototyp für das sind, was jetzt beschlossen worden ist oder wo es drauf hinausläuft. Und dementsprechend glaube ich, dass wir alle, weiß ich nicht, einmal im Monat oder sowas eine Real-Life-Sitzung beibehalten. Und ansonsten das so durchziehen, wie wir es ja jetzt eh schon gemacht haben. Ich glaube, für uns ergibt sich keine Änderung in der Struktur. Ja, aber sind wir dann ein Kernarbeitskreis? Nee. Wir machen das mit der Arbeit, ohne Kern. Also ja, wir sind Avantgarde. Aber nein, nicht so. Da, jetzt bin ich raus. Ich bin dick. Auch Dicke können Avantgarde sein, das muss man und darf man festhalten an dieser Stelle. Explizit auch für den Stream. Nein, es wird, wenn die KKs werden dann jetzt eingerichtet werden und dann wird sich der AK1 quasi überflüssig machen. Es wird dann in die einzelnen kleinen Arbeitskreise gehen, ne? Integration, Sport, A, G, S. Und F, K, J, E, G, naja, auf jeden Fall die ganzen einzelnen Politikfelder des AK1. So, und dann sehen wir mal, was passiert mit der Determinierung der KKs und ob und in welcher Form unsere Teilbereiche der Politik damit beinhaltet sind. Deine Frage dahingehend, ob das hier die letzte Sitzung ist, das schimmerte so ein bisschen durch. Ich glaube, das kann man noch nicht so abschließend beurteilen. Also zusammenfassend, ich lade einfach weiter ein, bis ich irgendwie... Bis keiner mehr kommt. Genau. Bis ich irgendwas anderes höre. Lade ich euch einfach weiter ein zu den Mammelsitzungen, zu den AK-Sitzungen und ziehe das hier durch bis auf Widerruf. Wundervoll. So, soweit zu Top 1, Organisationsfragen. Top 2, Anträge zum kommenden Plenum. Der einzige Eintrag, den ich dazu in der Tagesordnung hatte, war von mir. Der Daniel ist jetzt nicht hier, aber wir können das ja trotzdem mal diskutieren. In der letzten Plenarübersicht der FDP gab es einen Hinweis, dass ein Antrag zum Sonderurlaubsgesetz kommen würde. Dazu habe ich einen Entschließungsantrag geschrieben, den der Nico auch in den Grundzügen soweit schon kennt. Die Frage ist, ob wir den jetzt als eigenen Antrag einreichen, wenn die FDP nicht ihren eigenen Antrag einreicht. Also wir haben schon einen eigenen Antrag geschrieben, nicht das von der FDP kopiert. Wir haben auch andere Ideen. Also in Grundsätzen geht es in dem Antrag der FDP darum, das Sonderurlaubsgesetz auszuweiten auf ganz Deutschland, kurz zum Hintergrund. Ehrenamtliche können hier in Nordrhein-Westfalen Sonderurlaub beantragen, wenn sie sich fortbilden lassen wollen für pädagogische Zwecke, zum Ferienlager leiten, wie auch immer, oder halt direkt um ein Ferienlager, eine Jugendfreizeit, ein Sommerlager für Kinder und Jugendliche zu leiten. Dazu können sie sich bis zu 8 Kalendertage im Jahr Urlaub genehmigen lassen und bekommen dann dafür Ausgleich. Es geht mehr jetzt um berufstätige Ehrenamtliche, die dann unbezahlten Sonderurlaub bei ihrem Arbeitgeber nehmen und den Verdienstausfall erstattet bekommen. Momentan ist das nur möglich, wenn sowohl der Arbeitgeber des Ehrenamtlichen als auch der Träger, bei dem dann die Fortbildung oder das Sommerlager, das Ferienlager, was auch immer passiert, beide in NRW sind. Die FDP möchte gerne, dass das auch der Fall ist, wenn derjenige in, weiß ich nicht, Hessen arbeitet und der Träger in NRW ist. Also NRW kann ja eigentlich nur ausgleichen, wenn der Vorteil bei NRW liegt. Das heißt, wenn hier ein Ehrenamt oder eine Aufgabe im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe erledigt wird, dann hat NRW einen Vorteil daraus, weil sich Ehrenamtliche engagieren.
Und die FDP hatte da in der letzten Übersicht einen Antrag dazu, dass sie das gerne auch möchten, wenn Ehrenamtliche, wo auch immer in Deutschland, ihren Arbeitgeber sitzen haben oder halt selbst auch überall in Deutschland arbeiten. Ja, wir haben das ergänzt. Wir würden nämlich gerne, dass das Sonderurlaubsgesetz nicht erst ab 18 Jahren ist. Also momentan ist es ab 16. Ab 16 Jahren können momentan laut dem Sonderurlaubsgesetz ehrenamtliche Sonderurlaub beantragen. Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ist es aber so, dass Jugendliche schon ab 15 eine Ausbildung aufnehmen können. Deswegen sagen wir, wir würden gerne das Alter zur Beantragung von Sonderurlaub auf 15 absenken. Zudem würden wir das gerne nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa ausweiten. Ja, und dann sagen wir, 8 Tage Sonderurlaub sind insgesamt auch ein bisschen wenig, weil die sollen von diesem Sonderurlaub einmal eine Fortbildung, die wahrscheinlich auch manchmal 3-4 Tage unter der Woche dauert, und dann den Zeitraum von einer Ferienfreizeit überbrücken, die ja auch meistens 2 Wochen dauert. Das heißt, man bräuchte allein schon 10 Sonderurlaubstage für so eine Ferienfreizeit. Wir sagen, wir wollen auch insgesamt den zeitlichen Umfang dieses Sonderurlaubsgesetzes nochmal ausweiten. Jetzt wissen wir nicht, ob die FDP ihren Antrag, er hatte übrigens den Titel Ehrenamtliche Jugendhilfe macht nicht an Ländergrenzen halt, Möglichkeiten des länderübergreifenden Verdienstausfalls schaffen. Jetzt weiß ich nicht, ob die FDP ihren Antrag noch einbringen wird. In dem Fall könnte man daraus einen schönen Entschließungsantrag machen. In anderen Fällen könnten wir einen eigenen Antrag machen. Ja, tu so. Habt ihr mal mit der FDP-Fraktion darüber gesprochen? Macht ja vielleicht Sinn, das Ganze wirklich zu mergen, also an der Stelle. Und ich möchte, dass der Daniel sich hinter Birgits Haaren wegsetzt. Das sieht geil. Weiß ich das? Wir haben uns eigentlich extra abgesprochen heute Morgen, aber. Da muss der Sprocki auch von den Mond weg, weil die Haare, das ist. Nee. Und ich möchte gerne, dass du ein Poloshirt als Hoodie besorgst. Ein Polo-Hoodie. Also ich fände toll, wenn da vielleicht zuerst auf Referentenebene einmal miteinander gesprochen wird. Das fände ich halt sinnvoll. Ja. Entschuldigung. Für Daniel, wir sind gerade bei dem Antrag zum Sonderurlaub und überlegen, ob wir da einen eigenen draus machen, wenn die FDP den nicht zum nächsten Plenum einbringen würde. Ja. Also den Entschließungsantrag zu einem eigenständigen eigenen Antrag im Plenum zu machen. Was sagst du dazu? Ja, also ich nehme immer das Ding. Eure Bilder im Kopf möchte ich sehen. Die Sonne, das macht albern. Ja, genau. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, was den Entschließungsantrag angeht. Und ich weiß noch nicht, was die FDP jetzt tatsächlich vorhat. Ich mache es kurz. Ja, machen wir. Also machen wir einen eigenen Antrag, falls er nicht von der FDP eingereicht wird, dann machen wir das halt. Genau, Tuso sagte gerade noch mal mit der FDP Rücksprache halten. Nö, mit der FDP kann man immer sprechen. Die Frage ist... Macht halt nur keinen Sinn. Entschuldigung. Jaroslav, können wir das aus dem Stream rausschneiden? Jaroslav, frag bei Frau Merkel nach diesem Radiergummi fürs Internet. Ja. Nein, ich kann machen. Okay. Also, ich nehme jetzt mit, dass ich mit der FDP Rücksprache halte und wenn da kein Konsens oder gemeinsamer Antrag möglich ist, den alleine einzureichen, es sei denn, die FDP nennt sehr gute Gründe, warum sie ihren eigenen Antrag noch nicht eingereicht hat oder auch nicht einreichen möchte, weswegen unserer auch hinfällig oder sonst irgendwas werden könnte. Und überhaupt. Ja. Und überhaupt und sowieso, genau. So. Überhaupt. Jo, danke für die Besprechung zu diesem Antrag. Ich habe jetzt unter Top 2 Anträge zum kommenden Plenum im PET nichts weiter gefunden. Jetzt gucke ich mal meine 2 Referentenkollegen an. Gibt es da Ergänzungen? Nö, aber. Gut. Nö,
eine Frage vielleicht. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr denn? Ich schaue jetzt mal Birgit und Matthias nochmal an mit dem NSU-Aufschlag. Da gab es ja in der Presse auch ganz schöne Meldungen so und sollte das jetzt kommen? Oder also wir haben auch am Mittwoch auch nochmal Integrationsausschuss, könnte man unter Verschiedenes nochmal anfragen oder irgendwie, keine Ahnung, ich gerne einen aktuellen Stand einfach. Wären dann bei Top 3 Sonstiges? Nee, das ist eigene Anträge. Eigene Anträge ist es. Wir sind in Gesprächen. Ich weiß es auch noch nicht genau. Müssen wir die Woche mal abwarten. Okay. Dann rufe ich jetzt Top 3 Sonstiges auf. Nicht? Wir haben noch mehrere Dinge, Entschuldigung. Möchtest du den Stapel da vorlesen? Ich kriege Angst. Ich habe auch ein Mikro, ja. Wir haben ein paar Anhörungen Ende der Woche, einfach mal als Werbeblock jetzt. Soll ich das sagen? Ja, bitte. Wirklich? Ihr seid sicher. Das ist nicht alphabetisch sortiert, Kacke. Fangen wir an mit Donnerstag, ne? 10 Uhr im Plenarsaal. Hausärzte. Hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen sicherstellen. Und Sicherstellung der Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten, PTA. Gut. Dann Donnerstag um 14 Uhr, sagst du? Völlig richtig, auch im Plenarsaal. Gesetz zum Ausbau des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen. Haben wir im Plenar immer mit Stream, Herr? Sehr schön. Ja, genau, deshalb nochmal der Hinweis, prüft das. Dann Freitag, 10.30 Uhr, Arbeitsschutz effizient gestalten. Da geht es eigentlich mehr darum, wo dieser Arbeitsschutz angesiedelt sein soll von der Organisation, weniger darum, wie man das durchgesetzt kriegt, leider. Freitag, 13.30 Uhr, Fachkräfte und Auszubildendenbedarf in Nordrhein-Westfalen sichern, Ausbildungs- und Jobperspektiven für Jugendliche aus südeuropäischen Ländern schaffen. Geht darum, dass von der Bundesregierung ein gar wundervolles Programm angeschoben worden ist, um sage und schreibe 5.000 Jugendlichen aus Süd- und Osteuropa eine duale Ausbildung in Deutschland zu ermöglichen. Man hat jetzt festgestellt, 5.000 sind ja viel zu wenig, die haben da 50% Jugendarbeitslosigkeit. Die wollen jetzt alle hier eine Ausbildung machen. Oh Wunder, oh Wunder. Wir sagten, also diese Piratenfraktion wies alle schon im Plenum vor Wochen darauf hin, dass dem so sein wird. Jetzt hat die Bundesregierung da die Reißleine gezogen und gesagt, wir nehmen keine neuen Anträge mehr an, weil wir haben jetzt schon von den 5.000 30.000 aufgenommen. Ups, da ist uns was schiefgelaufen. Darüber werden wir sprechen. Ein Antrag der FDP übrigens, die das aus ganz anderen Gesichtspunkten gesehen hat. Die waren sich nicht sicher, ob die 5.000 nur hier ausgebildet werden sollen oder ob die das duale Ausbildungssystem dann in alle Welt tragen sollen, missionarisch, und gleichzeitig unseren Fachkräftemangel hier senken sollen. Eine interessante Geschichte mit 5.000 Menschen bundesweit. Also gut, und dann noch unser Antrag am Freitag, späten Nachmittag, 15.30 Uhr, Aussetzung der Sanktionen im ALG-2-Bezug. Eine gar wundervolle Anhörung, die auf der Anhörung im Bundestag aufbaut, wo es zu einem ähnlichen Punkt schon mal eine Anhörung gegeben hat, also zur Abschaffung von Sanktionen im ALG-2-Bezug. Das wäre erstmal der Wochenplan. Ich habe gleich noch eine andere Geschichte unter Sonstiges abzufragen oder kurz vorher vielleicht eine Idee. Hat irgendwer was dagegen, wenn ich jetzt Top 3 aufrufe? Dann tue ich das hiermit. Dann schieß los. Ja, Top 3. Ein Punkt, um sich unbeliebt zu machen beim Bürger. Ihr kennt alle Elterngeld, Elternzeitregelungen. Der normal abhängig Beschäftigte, für den ist das alles relativ gut geregelt. Für wen das nicht gut geregelt ist, ist für Selbstständige und für Mandatsträger. Mandatsträger können keine Elternzeit nehmen, übrigens auch keine Minister und Ministerinnen. Hervorragend an der Stelle.
finde ich nicht optimal. Für mich persönlich, ich kriege das auf die Reihe, das stört mich alles nicht. Aber für die, die nach uns kommen, denke ich, könnte man da was anstoßen, da das Ganze garantiert damit garniert ist, in der Öffentlichkeit nicht gut dazustehen, würde ich das einfach mal anstoßen wollen. Mich stört das nämlich nicht. Ist in meinen Augen eine Unmöglichkeit hier, das politische Mandat, das quasi dazu führt, dass man in der Familienplanung behindert ist. Das geht einfach nicht. Und von da aus werde ich von die nächsten Wochen und Monate vielleicht über die Sommerpause mal schauen, wie man das gesetzlich sinnvoll regeln kann. Und dann könnt ihr sicher gerne über mich meckern, dass man da eine Extrabrust für Mandatsträger brät. Ist aber gar nicht so. Man bringt Mandatsträger maximal auf den gleichen Stand wie jeden normalen Mitarbeiter, Angestellten und sonst was. Von daher viel Spaß. Ich freue mich aber über Anregungen. Hallo Stream. Ja, das kommt ja jetzt recht spontan, insofern auch nur Gedanken aus dem Bauch heraus. Das sind demzufolge viele Gedanken. Hast du eine grobe Vorstellung, wie du dir das vorstellen magst? Also ich teile das sofort, was Selbstständige etc. angeht. Das ist ja in der Tat ein Problem, was dann auch breite Bevölkerungsschichten dann auch betrifft. Ne, Selbstständige haben wir ja durchaus ein paar mehr als Mandatsträger. Wie stellst du das bei Mandatsträgern vor? Ja, bei Mandatsträgern stellen sich da zwei große oder zu differenzierende Blöcke. Das ist einmal das Direktmandat. Das ist ein Nüsschen, da habe ich noch keinen Knacker für gefunden. Wir haben ja dieses zweigliedrige Wahlsystem, sage ich mal, dass man einmal per Direktmandat in den Landtag zum Beispiel gewählt werden kann. Da ist mir noch keine gute Idee eingefallen, wie man das lösen kann. Da muss ich auch wirklich noch ein bisschen drüber grübeln. Bei der zweiten Variante der Listenwahl sehe ich das etwas einfacher. Es gibt diese Reservelisten, die normalerweise von Parteien auch so aufgestellt werden, dass man da noch Menschen hat, die weiter hinten auf der Liste stehen und dann halt nicht direkt ein Mandat erringen. Jetzt ist ja so eine Familienplanungsgeschichte schon eine Sache mit ein bisschen Vorlauf. Also zumeist sind es mindestens 9 Monate, ungefähr. Plus, minus, ach egal. Von daher denke ich, dass wenn jetzt ein Mandatsträger von der Liste sagt, ich möchte gerne für ein Jahr hier ausscheiden, dann müsste man halt mit dem Nächsten auf der Liste, der zuletzt nicht in den Landtag gekommen ist oder im Bundestag, ist ja völlig wurscht an der Stelle, eine Absprache treffen, ob das möglich ist, dass er für diese oder sie für dieses eine Jahr das Ganze übernimmt. Ist gesetzestechnisch ein bisschen hakelig, aber durchaus machbar. Es gibt für ganz andere Geschichten Freistellungen bei Arbeitgebern, beispielsweise technisches Hilfswerk. Da werden Leute mal eben für eine Woche freigestellt, um irgendwelche Bäume zu zersägen. Oder für Reserve-Dienstgrade und Offiziere bei der Bundeswehr. Die dürfen dann mal gerne eine Woche bei einer NATO-Übung irgendwo im Wald rumrennen und müssen dafür auch freigestellt werden von ihrem Arbeitgeber. Ich glaube, da ist eine Mandatsausübung durchaus auch ein triftiger Grund, um sowas von einem Arbeitgeber zu verlangen. Ich habe nur eine Frage dazu. So jemand auf der Reserveliste, der wird ja vermutlich davon ausgehen, den Rest der Wahlperiode dann einspringen zu können. Du sagtest jetzt gerade, dann kann man absprechen, ob dafür ein Jahr eine Vertretung gewollt ist. Aber manchmal gibt es ja auch so Elternzeiten, die sich so ja, mal bei 3, mal bei 5, 6 Monaten bewegen. Würdest du das dafür auch anwenden wollen? Das ist jetzt halt der... Ich antworte direkt oder soll ich sammeln? Ja, das ist eben jetzt der gedankliche Punkt, wie die praktische Umsetzung da wirklich Sinn macht.
wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche hier nur 3 Monate, dann macht so eine Ersatzregelung sicher keinen Sinn. Da müsste man halt schon überlegen, wenn das jetzt ein Jahr ist, macht das durchaus Sinn. Alles darunter ist so eine Abwägungssache. Muss man halt schauen, ob das wirklich Sinn macht. Völlig richtig. Aber das ist halt gerade die Diskussion, der Diskussionsstand, wo ich noch ein bisschen drüber grübeln muss, wo ich auch gerne noch Input da entgegennehme. Jetzt mal so eine doofe Frage. Irgendwie reden wir doch jetzt die ganze Zeit darüber, was passiert mit Vätern. Ne? Bei Müttern ist das doch eigentlich was das anderes. Gleiche. Ne? Ist das nicht so, wenn wir ein Kind kriegen, so, dann gibt es klar danke, gibt's Mutterschutz. Ja, und danach klar. Schade. Und danach? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ja. Ach, das ist ja interessant. Nee, das ist genauso kacke. Interessant würde ich das nicht nennen. Das war ein Euphemismus. Ah, okay, habe ich verstanden. Vielleicht, wenn du mir eine Zeichnung noch... ja. Ja, ich will auch noch mal. Aber auch also Mutterschutz ist eine spannende Frage dabei. Wie ist denn das momentan geregelt? Wenn jetzt, das ist also hart geregelt. Also die ist einfach raus und ist einer weniger hier. Muss halt Geld geben. Muss es ja sowieso geben. Aber da gibt es auch keine Ersatzregelung an der Stelle. Gibt weiterhin Diäten. Ja, das gibt es sowieso. Okay. Mutterschutz, klar. Ja, jein. Geht. Bitte? Ich zuck jetzt hier gerade ganz nervös mit den Augen. Nein, also, ja, klar. Warte, vielleicht nochmal erklären. Wir haben ja das freie Mandat. Im Endeffekt kann ja jeder Mandatsträger sagen, immer, Götz von Berlichingen, wir sehen uns in einem Jahr oder zwei wieder vielleicht. Ist aber halt nicht sozial akzeptiert. Und die Arbeit in der Fraktion bleibt für die Zeit ja auch wirklich liegen. Na? Und es würde halt Sinn machen, dann einen formalisierten Weg zu schaffen, um halt auch Ersatz da möglich zu machen. Weil dieser Ersatz ist zurzeit halt einfach nicht möglich. Ist schon klar. Na, darum geht es. Zweiter Punkt noch dabei, du hattest vorhin gesagt, bei den direkt gewählten Abgeordneten siehst du das halt ein bisschen problematisch. Aber jetzt schlag mich, wenn ich da falsch liege, wenn jetzt ein direkt gewählter Abgeordneter ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer, zieht die Reserveliste, oder? Nico nickt fleißig mit dem Kopf. Das heißt, die Regelung wäre da ja analog anzuwenden. Also wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir ja diesen Zufall, dass Norbert Römer dadurch ja noch reingekommen ist mit viel Glück. Wie das auch immer geklappt hat, weiß ich auch nicht. Ja, es passiert halt. Ne? Passiert, solche Zufälle passieren. Das heißt, also die Regelung kannst du ja dann analog im Prinzip anwenden. Also wenn das politisch halt so gewollt ist. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, aber ich finde die Diskussion dazu eigentlich oder eine Diskussion dazu eigentlich ganz spannend. Also ich finde die Diskussion dazu auch relativ spannend, weil ich glaube, das Schlüsselwort ist die derzeitige mangelnde soziale Akzeptanz. Ich glaube, daran müsste man eher schrauben, von mir aus auch im Wege der Diskussion. Was eine gesetzliche Regelung angeht, was die Selbstständigen angeht, bin ich auch sofort dabei. Was Mandatsträger angeht, finde ich das außerordentlich schwierig. Zum einen, weil tatsächlich die Freiheit des Mandats nun mal einfach so super weitreichend ist, dass du als Mandatsträger, als Mandatsträgerin jederzeit auch, um dann von mir aus auch in der sozialen Debatte dann da Vorreiterrolle zu spielen, auch jederzeit sagen kannst, mit dieser und jener Begründung bin ich ein Jahr draußen. Oder aber muss ja auch nicht jeder für ein Jahr draußen sein. Das ist ja eine sehr starre Regelung. Kann ja auch jeder für sich bestimmen, 3 Monate raus und dann langsam wieder in den Betrieb einsteigen. Weil viele, die letztlich ein Mandat auf politischem Wege errungen haben, sind ja letztlich dabei, weil sie was bewirken wollen. Und die sind ja oft auch bestrebt, losgelöst vom Familienleben, das weiterzumachen. Das Zweite, was ich da, also das würde aus meiner Sicht das Problem letztlich wieder zurück auf den einzelnen Abgeordneten, die einzelnen Abgeordnete verlagern, finde ich aber völlig okay. Das Zweite ist, ich sehe bei einer relativ kurzen Spanne von 9 Monaten, einem Jahr, das Problem für jeden auf einer Ersatzliste sich erstens mal schnell genug einzuarbeiten. Das hilft dann auch der Fraktion oder sonst wie nichts, wenn das nicht aus Zufall alte Politprofis sind, die schon mal im Landtag oder in welchem Gremium auch immer waren, dann stehen die erstmal wie Ochs vorm Berg und wenn sie halbwegs wissen, worum es geht, dürfen sie wieder gehen. Und das ist auch der zweite Aspekt.
dass dann jemand temporär reinkommt, dessen Leben ja dann auch möglicherweise ziemlich in Unordnung gebracht wird. Der hat sich dann nach Nichterringen des Mandats darauf eingerichtet, so und so zu leben, hat auch einen Job, irgendwas, und dann muss der jetzt plötzlich dieses Mandat ausüben. Und der dritte Punkt ist dann auch ganz klar der politische Aspekt. Da ist jemand dann durch eine Wahl zur Ausübung dieses Mandats für den Zeitraum bestimmt worden. Wenn der Zeitraum endet durch Ausscheiden, Tod oder irgendwas, das dann nachgerückt wird, ja, aber so eine temporäre Kiste finde ich dann auch ganz schwierig, ob das dann den Wählerwillen noch korrekt abbildet. Also deswegen finde ich das alles sehr schwierig. Aber die Debatte an sich scheint ja nichts. Ich würde erstmal dafür plädieren, dass wir dieses Modem, was hier irgendwo läuft, oder ein Fax, dass wir es ausmachen. Ah ja, danke. Hatte da. Mehrere Dinge. Zum einen sagtest du, dass derjenige, der da eine Pause macht für Familie, ja auch selber unbedingt wieder zurück will. Das würde ich gar nicht auf Mandatsträger beschränken. Das wollen andere Leute auch. Die wollen auch wieder zurück in ihren Beruf. Die Sache ist nur, inwieweit sichern wir sowas sozial ab, dass man eben sogar den eigenen Druck da nicht nachgeben muss. Das ist eben die grundsätzliche soziale Debatte. Wollen wir da Familie und Beruf, egal ob es jetzt Beruf oder Mandat oder was auch immer ist, da vereinbaren? Und ist es nicht so ein bisschen doppelmoralisch, wenn wir sagen, ja, ein abhängig Beschäftigter, das ist nicht schlimm, wenn er mal eine Runde raus ist, aber bei so einem tollen Politiker, Mandatsträger geht das gar nicht. Also das finde ich sehr, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt überlege, irgendjemand ist bei, sagen wir mal, VW Chef der Entwicklungsabteilung. Ich glaube, der brennt nicht weniger als jeder, der hier ist. Da zu unterstellen, dass ein Mandatsträger da irgendwas Besonderes wäre, finde ich abgehoben. Der Punkt noch, dass diese Ersatzleute das dann ja nur eine Zeit lang machen müssen. Ja, macht aber sowieso jeder Mandatsträger. Die Frage ist halt, für wie lange diese Zeit ist. Da habe ich ja schon gesagt, da muss man noch mal überlegen, was da Sinn macht. Dass das Ganze nur in Absprache funktionieren kann und dass es dann nicht unbedingt den ersten auf der Reserveliste treffen muss, sondern vielleicht den ersten Block von 3 bis 5 Menschen. Macht ja auch eine sinnvolle Lösung sein. Aber ich denke, dass diese Möglichkeit schon schaffbar sein muss. Ansonsten finde ich das halt so ein bisschen, also wollen wir jetzt die Möglichkeit haben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen? Wollen wir das Ehrenamt und Familie unter einen Hut bringen können und das Ehrenamt, Familie und Beruf? Das ist alles dieser gleiche Themenbereich. Wenn wir das alles ermöglichen wollen, dann sollten wir versuchen, das an allen Stellen zu ermöglichen, nicht nur an ein paar Ausgewählten. Also ich finde das Thema deshalb so spannend, weil es eben eine Frage von Gleichberechtigung ist. Und da sollte man gar nicht so aus inhaltlichen Gründen, aber schon vielleicht nur aus formellen Gründen sagen, das wollen wir haben. Die Frage ist, wie weit das leistbar ist. Politisch, haben wir jetzt gerade gesehen, sind viele Argumente vorgebracht worden. Verfassungsrechtlich würde ich gerne auf einen Teilaspekte abheben, und zwar nicht denjenigen des freien Mandates des Aufgebenden, besser gesagt des teilweise Aufgebenden, sondern desjenigen, der etwas annimmt und wieder aufzugeben hat. Das müsste er, und das ist eine spannende Frage, der werde ich nämlich juristisch nachgehen, das müsste er im Vorhinein nämlich geklärt wissen, und sogar auch vorher abgeben können und müssen. Andernfalls wäre die Freiheit des Mandates nach Artikel 30 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen ausgehöhlt. Und zwar gar nicht für die abgebende Person, sondern für diejenige, die es dann aufnimmt, ne? Und dann eben wieder abgeben muss. Und die Frage ist, kann man etwas auf etwas verzichten, das man noch gar nicht hat, was man aber demnächst haben wird, um dann später es wieder abzugeben. Das ist mega spannend.
Deshalb würde ich mich zumindest in diesem Bereich, allen anderen würde ich mich gerne raushalten, aber in diesem Bereich zumindest mal kundig machen. Ja, bitte. Und natürlich, wie gesagt, das ist hier keine Showveranstaltung, ne? Das ist das mit dieser Mitmachpartei, Aufruf an den Stream. Wir sind hier gerade am ersten Aufschlag. Input von euch allen, und wenn es die einfache Meinung ist, aus sich selbst heraus, auch ganz subjektiv, nee, finde ich toll, nee, finde ich kacke, gerne Info zurück an mich, zommer@piratenfraktion-nrw.de. Ihr findet die Kontaktdaten auf der Seite, oder ihr ruft mich einfach an oder twittert mich an, Toso Piratas, völlig wurscht. Immer einfach bitte Rückmeldung. Wir freuen uns da riesig drüber, also ich zumindest. Grins. ja, danke. Das war eine schöne Diskussion. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, sonstiges zur heutigen AK1-Sitzung? Da jetzt niemand schreit, würde ich sagen, wir sind mit unserer heutigen Sitzung am Ende. Relativ kurz. So ist das. Kurze Info. Wir haben das nächste AK1 Mumble-Treffen außerplanmäßig an einem Dienstag. Außerplanetarisch, hast du gesagt? Ja. Extraterrestrisch auch noch. Genau. An einem Dienstag, und zwar am 27. Mai, hatten wir vereinbart als Ausweichtermin für den Donnerstag, der ein Feiertag ist. Wir treffen uns an diesem Dienstag, den 27. Mai, wie immer, von 19 bis 20 Uhr. Wer da ist, ist da. 27. Mai, Dienstag, 27. Mai, 19 bis 20 Uhr, nächste AK1-Mammel. Nächstes Live-Treffen am 16. Juni, so wie ich das hier sehe. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Adios.